Es gibt ja oft genug die Gelegenheit, für mich Menschen zu fragen, und meistens mag ich das auch sehr gerne. Ist ja klasse, Leuten Fragen stellen zu können, und die müssen einem dann kluge Antworten geben. Ich habe jetzt eben in der Pause allerdings so ein bisschen drüber nachgedacht, wie kann man diese Debatte so strukturieren, dass sie noch Sinn macht, dass sie sich nicht in Einzelaspekten verzweigt. Und bin auf folgende Lösung gekommen. Mal gucken, ob die funktioniert. Also, ich glaube, wir haben am Anfang ja gehört, zwei Vorträge, die sich doch sehr intensiv mit den Folgen von Globalisierung beschäftigt haben. Bei der Frage der Ungleichheit gab es und gibt es unter den Ökonomen, der Frage besonders, wie die Globalisierung sich auf die Ungleichheit auswirkt, durchaus Diskussionen. Da wollen wir nicht ins Einzelne rein, weil ich glaube, das würde den Rahmen und den Abend sprengen, wo sich die beiden Ökonomen, die auf dem Panel sitzen, aber meiner Meinung nach recht eindeutig einig waren, ist, dass regionale Disparitäten sich verschärfen, unter anderem durch Globalisierung. Das taucht ja immer wieder auf, auch in den verschiedenen Karten, die wir gesehen haben. Also die Karte aus den USA, die die Importe aus China dann korreliert hat mit den Wahlerfolgen für die Republikaner. Die Karte aus Frankreich war ähnlich. Wir haben die Karte aus Deutschland gesehen. Das fand ich schon interessant, dass wir bei einer Konferenz über die Krise der Globalisierung dann doch viel über Zentren und Regionen reden, die dann ja auch bei Ulrike Gero eine Rolle gespielt haben. Mein Eindruck war dann, dass bei den ökonomischen Lösungen oder bei den Lösungen, die die beiden Ökonomen uns angeboten haben, wir doch sehr systemimmanent geblieben sind. Da ging es um die Reduzierung von Grunderwerbsteuern, da ging es um die Regionalpolitik, um stärkere Investitionen in die Regionen. Während die Vorträge, die dann danach kamen von Ulrike Gero, die uns ja quasi eine Vision vorgestellt hat, und dann auch die Idee von Gustav Horn, wie man die Globalisierung dann doch anders zähmen kann, mehr ins Institutionelle ging und auch viel grundsätzlicher ins Politische. Wo sich, glaube ich, alle vier einig waren, oder vielleicht doch nicht einig waren, frage ich den Herrn Felbermayr gleich mal ganz direkt, ist bei der Frage, ob wir an den Status quo ante zurück können oder ob der Geist, der aus der Flasche ist mit dem Brexit, mit der Wahl von Trump, mit anderen, eigentlich dazu führt, dass wir tatsächlich sehr viel grundsätzlicher über ökonomische und politische Reformen nachdenken müssen. Bevor ich das aber tue, eine konkrete Frage, weil mich das die ganze Zeit umgetrieben hat. Der Danny Roderick und andere sagen, oder sie sprechen nicht davon, dass man möglicherweise Sand ins Getriebe werfen muss, aber sie stellen sich schon die Frage, ob man diese ganze Globalisierung nicht doch an manchen Punkten bremsen muss. Mein Eindruck war, sie alle vier sind sich ziemlich einig, dass das nicht funktioniert. Gustav Horn hat das ja relativ klar gemacht mit dem Bild, wo er gezeigt hat, die Kapitalmärkte, die Dienstleistungsmärkte und die Finanzmärkte sind schwer zu begrenzen. Er hat dann am Ende einen Vorschlag gemacht, wie man es möglicherweise könnte. Aber ganz konkret, Gustav Felbermayr, an Sie, meinen Sie oder sind Sie der ganz konkreten Meinung, dass all das, was man diskutiert über höhere Zölle, möglicherweise Finanzmärkte doch wieder ein bisschen entkoppeln, dass das schlichtweg zum Scheitern verurteilt ist? Ja, das, was die Zölle angeht, würde ich das meinen. Bei den Finanzmärkten bin ich mir nicht ganz so sicher, weil wir da natürlich Externalitäten haben. Mhm. Nicht? Also wir haben ja gehört, was passiert ist durch die schlechte und falsche Regulierung von Finanzmärkten in den USA. Mhm. Das hat Ansteckungseffekte generiert. Da haben wir also sicherlich einen genuinen Regulierungsbedarf. Aber ich kann mir sehr gut eine Welt vorstellen, in der wir keine Zölle haben, ja, gar keine Zölle. Das wäre wahrscheinlich eine friedlichere Welt, müsste man nicht so viel zanken über so viele Sachen. Gleichwohl aber in genau dieser Welt ohne Zölle etwas, was Gustav Horn ja auch sehr treffend beschrieben hat, wie so eine Art Global Governance, nicht? Also so ein protodemokratisches Ding, das in der Lage ist, sozusagen die Weltwirtschaft doch ein Stück weit zu formen, dass es nicht der komplette wilde Westen ist, den der Herr Trump gerne, glaube ich, hätte. Die WTO wäre ja so eine Institution, die ist ziemlich... Sie ist nicht basisdemokratisch, sie ist kein Parlament und so weiter, es wird nicht gewählt, aber sie vertritt jedenfalls, wie die UNO auch, jedes Land mit einer Stimme. Die Weltbank und IMF sind da ganz anders. Mhm. Nicht? Also, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass ganz viele Dinge, über die wir hier nicht reden, ja, wir reden gerne über Handelspolitik,
aber ganz viele Dinge, die die Welt zusammenzieht, nicht viel mit Politik zu tun haben, sondern mit den sozialen Medien, die einfach global aufgestellt sind, mit der Digitalisierung, die weltweit passiert, mit technologischen Errungenschaften, wie die Tatsache, dass wir heute Containerschifffahrt haben. Das sind alles Dinge, die politisch gar nicht reguliert sind und die wir gar nicht wieder, selbst wenn wir es wollten, in die Tube hineinkriegen, wo es rausgekommen ist. Wie kommt es denn, dass Sie, und die Frage würde ich dann gleich an Herrn Südekum auch noch weitergeben, bei den Lösungsvorschlägen, die Sie vorgestellt haben, doch sehr in diesem nationalen Raum bleiben? Vielleicht. Ja, ich glaube, das stimmt. Also die Probleme, die ich besonders betont habe und auch die Lösungsvorschläge, die nehmen schon noch die Nation als so den relevanten Referenzrahmen natürlich auf. Weil ich die Diskussion ja erstmal auch zur Kenntnis nehmen muss, dass er das momentan eben auch noch ganz stark ist. Das heißt ja nicht, dass das auf Ewigkeiten so bleiben wird und vielleicht können wir ja später auch noch darüber diskutieren, sozusagen, wie man auf die höhere Ebene gehen kann. Aber zu dieser Frage Status quo ante bin ich vollkommen mit Gustav Horn einer Meinung, dass wir nicht in diesen Status quo ante gehen können, wenn der Status quo wirklich die Form von nationalstaatlicher Verteilungspolitik ist, die uns im Prinzip ja dann die Probleme eingebrockt hat. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, zumindest kurzfristig, solange wir in so einem nationalstaatlichen Referenzrahmen bleiben, dass wir in eine Art revidierten Status quo ante gehen können, wo aber tatsächlich die Prozesse und die Verteilung der Früchte der Globalisierung eben tatsächlich fairer sind mit den Instrumenten, über die wir ja gesprochen haben. Und das ist auch, glaube ich, dringend nötig, weil so ein bisschen über was wir hier gesprochen haben, das sind die Schlachten von gestern. Nicht? Also so diese Globalisierungsthemen, Aufstieg Chinas, Aufstieg Osteuropa, wie sich das ausgewirkt hat. Die nächste Herausforderung, die kommt, und David Felbermann hat das Stichwort ja schon gebracht, Digitalisierung, neue Technologien, Automatisierung, was ganz ähnliche Effekte haben wird. Auch für die Gesellschaft insgesamt sehr vorteilhaft, aber mit exakt fast identischen Verteilungseffekten und großen Problemen, die sich da stellen. Und wenn wir in so einem nationalstaatlichen Referenzrahmen kurzfristig bleiben müssen, weil es, glaube ich, wenn wir die Realitäten anerkennen, erstmal so sein wird, dann stellt sich genau erstmal sozusagen die Frage der gerechten und möglichst gleichmäßigen Verteilung der Früchte daraus. Und ich glaube, darüber müssen wir intensiv nachdenken, und zwar jetzt. Und dann mittelfristig, würde ich sagen, geht es dann genau um die Fragen, wie man in 10, 15 Jahren, so wie Frau Giros ja gesagt hat, dann eben auch die Diskussion auf einen höheren Rahmen schieben kann. Herr Mayer, vielleicht noch mal zu Ihnen zurück. Sie gelten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja doch auch als einer, der sagt, naja, das mit der Liberalisierung der Märkte und mit der Globalisierung, so wie wir sie durch die Handelspolitik geregelt haben, das war eigentlich ganz in Ordnung. Und da sind Sie sich mit dem Südekum einig, man muss vielleicht eben nur die Früchte anders verteilen. Aber müsste man als Ökonom nicht irgendwann an einem Punkt sagen, na, funktioniert aber nicht? Irgendwie kriegen die das ja offensichtlich nicht hin, die Staaten? Ja, ein Punkt ist ja auch angesprochen worden, dass das Besteuern schwieriger wird in der globalisierten Welt, wo die Besteuerungsgrundlagen oder die Messungsgrundlagen mobil sind. Mhm. Nicht? Und wahrscheinlich müssen wir in der Tat einmal aufhören, Nationalökonomen zu sein. Ja, das wäre ja schon ein Fortschritt. Und Weltökonomen werden. Ja? Also das wäre mal was. Aber wir haben natürlich, wir haben natürlich die Mittel, die wir einsetzen können, Sozialpolitik, national weitgehend, ja, Infrastrukturpolitik, Regionalpolitik, all das sind Dinge, die wir haben, ja, wo wir den Mut aufbringen müssen, sie stärker auch wieder einzusetzen. Und ich glaube, ich meine, die Straitjacket-Theorie von Rottig, die stimmt natürlich, ja, aber ich glaube auch, dass die schon politisch eingesetzt wurde, um gewisse Verteilungsziele zu verfolgen. Man sagt ja, wir müssen jetzt den Spitzensteuersatz absenken, denn sonst bricht irgendwie die Hölle los. Da wurde, glaube ich, schon einfach auch rhetorisch dieses Straitjacket zu eng gezogen, als es wäre. Wir haben, glaube ich, mehr Freiheitsgrade. Das sieht man ja auch, wenn man nach Skandinavien guckt. Es ist ja nicht so, dass wir keine Versuchslabore hätten in der Welt, nicht? Wo man andere Politikwege geht als die in den USA oder die in Deutschland. Wir hätten schon Freiheitsgrade, die wir einsetzen können, die wir aber aus politischen Gründen oder aus Gründen der Mehrheit, wenn wir jetzt in den Bundestag sehen, ja, irgendwie nicht umsetzen wollen. An diesen Rädern müssen wir einfach drehen, und da kommen wir doch wieder auf die, sag ich mal, Wirtschaftsinnenpolitik. Wir müssen die Wirtschaftsinnenpolitik so gestalten, das können wir ja, nicht? Das können wir. Wir müssen nur wollen, sozusagen, dass wir die so gestalten, dass sie besser zusammenpasst mit den Gegebenheiten auf den Weltmärkten. Gustav Horn, ich sehe Sie schon die ganze Zeit richtig wippen. So hat der Südekum vorhin auch mal gewippt, als er dem Felbermayr zuhören musste. Nein, das ist. Ich erinnere mich nur auch aus einem Kollegen von IFO,
mit dem ich auch 2002, 2003 diskutiert habe, Hans-Werner Sinn, was der damals dazu gesagt hat. Und das, ja, ein Nationalökonom. Und der sagte dann, weil wir nicht wettbewerbsfähig sind, wir hatten damals ein leichtes Leistungsbilanzdefizit und hohe Arbeitslosigkeit, müssen wir erstens die Unternehmenssteuern senken, zweitens den Arbeitsmarkt liberalisieren. Das ist eine unabdingbare Forderung, um ökonomisch erfolgreich zu sein. Ich weiß, dass die Mehrheit der Ökonomen, es gibt da ein relativ markantes Gutachten des Sachverständigenrats von 2002 bis 2003, das eine Art 10-Punkte-Plan für mehr Beschäftigung gemacht hat. Und es war ein reiner Anpassungsplan an weltwirtschaftliche Gegebenheiten. Das heißt, es ist nicht nur politische Instrumentalisierung, die Marx auch gegeben haben, es war auch tatsächlich vorherrschende Lehre der Ökonomen, die genau das gesagt haben. Und Sie haben ja recht, wir haben es ja heute auch gehört, wir haben unseren Blickwinkel verändern müssen, weil das, was dort beschlossen wurde und auch praktiziert wurde, hat zu erheblichen politischen Instabilitäten geführt. Es ist nicht nachhaltig. Es ist kein stabiles Gleichgewicht, was dabei rauskommt, sondern ein instabiles. Und in der Situation sind wir jetzt. Ulrike, so. Ich würde gerne mit zwei ganz anderen Thesen da reinbrettern. Ja? Das habe ich befürchtet. Ja, das eine ist nochmal hier anknüpfend. Ich finde auch diese ganzen Handel, Globalisierung, Distribution und jetzt machen wir halt Handelskämpfe, Trump und Whisky, keine Ahnung, Stahltarife oder so. This is not it. Ja? Also das, wo uns wirklich die Arbeitsplätze wegbrechen, und das ist ja auch statistisch empirisch erhärtet, ist halt nicht über Billiglohnländer oder so in erster Linie, sondern tatsächlich Robotics. Martin Ford, this time it will be different. Die Frage ist aufgeworfen, kriegen wir die Substitutionsmechanismen hin, die wir in früheren Epochen, Landarbeiter zu Fabrikarbeiter, Fabrikarbeiter zu Dienstleistung, kriegen wir das jetzt hin mit dem Algorithmus? Und die Frage ist wide open. Und Hannah Arendt hat mal gesagt, wenn den Menschen die Arbeit ausgeht, werden sie übereinander herfallen wie die Tiere. Und ich glaube, das ist die Frage des 21. Jahrhunderts. Das ist eine politische Frage. Ja? Und das heißt nämlich, die politische Frage, wie sichern wir Freiheit unter Bedingungen des Algorithmus? Das wäre erstmal so das Paradigma, was ich gerne dazu tun würde. Das zweite ist, wenn die Theorie der Staatlichkeit darauf beruht hat, the state can tax, und wenn wir jetzt feststellen müssen, the state can no longer tax oder immer schlechter, ja, dann ist halt die Frage, what's the state today? Und die Frage diskutieren wir ja gerade. Globalisierung, Staat, machen wir jetzt globale Demokratie. Rodnick übrigens, das verbindet uns hier sehr, hat ja in seinem ganz tollen Buch ein kleines Kapitel, wo er sagt, wenn überhaupt jemand dieses Paradigma aufbrechen kann hin zu dieser globalen Demokratie, dann sind es die Europäer. Das heißt, wir sind tatsächlich Avantgarde. Warum? Wir haben schon den einen Markt und die eine Währung. Wir brauchen sozusagen nur noch die eine Demokratie. Die anderen müssen nochmal ganz woanders anfangen. Ja? Und das Dritte ist, wenn diese zwei Paradigma irgendwo eine Relevanz haben, dann ist die Frage ja nur, Anführungsstriche, wie reorganisieren wir the local to the global? Und zwar beyond the nation state. Und wenn das die Frage ist, finde ich, müssen ganz andere Sachen in so eine Debatte kommen, die jenseits von Wettbewerb und so weiter sind. Die heißen Grundeinkommen, das wäre die Antwort auf Hannah Arendt. Ja? Zum Beispiel Grundeinkommen, das wären Fragen, wie wir gesellschaftliches Zusammenleben sozusagen unter Bedingungen des Internets sichern. Und es ist vor allen Dingen die Frage, wie organisieren wir globale Demokratie, die natürlich einen Faktor der Parlamentarisierung haben muss. Dann gibt es keine UN-VN-Versammlung mehr, wo die Staaten repräsentieren, sondern dann müsste es ein Weltparlament geben, so ähnlich wie ich jetzt das Europäische Parlament fordere. Ja, so. Ich würde mir gerne, bevor wir nochmal in diese ja leider oder möglicherweise doch noch recht utopischen Ideen von wie man es weiterentwickelt gehen, nochmal den Advocatus Diaboli spielen. Ist es nicht auch so ein bisschen linksliberaler Mode-Mainstream zu sagen, der Nationalstaat ist so fürchterlich handlungsunfähig, er kann nichts tun, weil er vielleicht einfach nichts tun will oder wir doch möglicherweise einfach nur Regierungen haben, die nichts tun wollen? Also erstmal ist wirklich die Frage, was definiert man als Nation? Ja, ist das ethnisch oder kulturell oder ist es eben verrechtlicht? Und wenn es verrechtlicht ist, glaube ich, ja, dann können wir schon ein Paradigma daraus machen, dass wenn wir sagen, wir brauchen diese globale Demokratisierung, um die Globalisierung im ökonomischen Bereich abzufindern, dann haben wir ein Paradigma, in dem wir eigentlich nochmal ansetzen beim ersten Satz der französischen Menschenrechtserklärung.
All men is born free and equal in its right. Alle Menschen sind geboren frei und gleich in ihren Rechten. Und das ist das Paradigma, entlang dessen wir die globale Demokratie perspektivisch organisieren. Ich finde das auch gar nicht utopisch. Ich finde, das ist eher so ein wiederkehrender Zyklus, dass wir seit 300 Jahren daran arbeiten, wie wir im Prinzip eine Beziehung zwischen dem Lokalen und dem Globalen so herstellen, dass in letzter Konsequenz, und da kommt ja alles rein, was wir politisch diskutieren, die postkoloniale Debatte, wie wir als Europäer mit Afrika umgehen und so weiter, wie wir ein System schaffen, wo wir das Globale und das Lokale perspektivisch so verbinden, dass wir diesem ersten Satz der Allgemeinen Menschenrechtserklärung gerecht werden. Christopher? Der Nationalstaat ist ja im Moment noch der Träger, auch im Wesentlichen der Wirtschaftspolitik. Und davon müssen wir sicherlich ausgehen. Das heißt, meine Empfehlung wäre nicht, dass ich jetzt untätig sein muss. Aber natürlich erstmal die Perspektive ändern. Das, was vorher immer als Forderung, wirtschaftspolitische Forderung auf den Tisch kam, wir müssen wettbewerbsfähig bleiben, wir müssen uns auf den Weltmarkt richten, dass wir eine andere Perspektive einnehmen und sagen, wir müssen auch den Blick auf die Bevölkerung richten, wie sie mit diesen Entwicklungen, sei es Digitalisierung oder Globalisierung, umgeht. Welche Politikstrategien haben wir dagegen? Und das kann im Moment nur der Nationalstaat machen und er sollte es auch machen. Gleichzeitig würde ich aber als sozusagen Metastrategie auch den geordneten Rückzug und konstruktiven Rückzug empfehlen, dass er sich Tendenzen, die natürlich aus der Zivilgesellschaft kommen müssen, zu einer Demokratisierung der Globalisierung nicht widersetzt. Ja? Und dass er damit sozusagen auch den Raum öffnet für eine stabilere Gestaltung der wirtschaftlichen Beziehungen und der Verbindung zwischen lokalem und übergeordneten Ebenen. Das wäre sozusagen eine Metatendenz, die er auch einschlagen kann. Ja, also im Prinzip kann ich das nur unterstützen. Ich würde sagen, wir müssen die beiden Prozesse nicht als Gegensätze sehen, sondern als Komplemente. In der Kurzfrist, da gebe ich Gustav Horn vollkommen recht, ist der Nationalstaat der relevante Referenzrahmen und viele der Probleme, die jetzt anstehen, die werden schnell anstehen. Also das Thema Digitalisierung, neue Technologien, die Arbeitsmarkteffekte und die Verteilungseffekte, die daraus resultieren, die stehen in den nächsten 5 bis 10 Jahren an. Und wir können nicht warten, bis die Europäische Republik erschaffen ist, bevor wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Und das wird praktisch momentan der Nationalstaat sein müssen. Und ich würde auch sagen, der Nationalstaat hat, genau wie Gabriel Ferber es sagt, er hat schon noch Handlungsspielräume, die er bislang in vielen Bereichen nicht adäquat ausnutzt. Und die Metaebene, da können wir gleich drüber reden, die muss parallel sozusagen gepusht werden, weil ja viele der Dinge, um die es hier auch geht, also letztendlich eine effektive Besteuerung der hohen Einkommen, und das sind ja jetzt nicht nur die Globalisierungsgewinner, sondern das sind dann natürlich auch gerade diese digitalen Superstar-Firmen, die im Prinzip ja die Profite aus der Digitalisierung im Prinzip monopolisieren, dort eine effektive Besteuerung und einen effektiven Beitrag dieser Firmen tatsächlich zu erreichen. Das werden wir nicht. Es wird kein Nationalstaat können. Das ist vollkommen illusorisch. Das muss auf europäischer, wenn nicht globaler Ebene organisiert werden. Aber dann beschreiben Sie natürlich ein fast unauflösliches Dilemma, wenn Sie einen Nationalstaat skizzieren, dessen Politiker jenen auflösen sollen und gleichzeitig stark genug sein müssen, all das zu tun, was Sie gerade beschrieben haben. Ja, dass die gesellschaftlichen Aufgaben nicht leichter werden in den nächsten 10 Jahren, das ist wohl ein Faktum, nicht? Ja, ich glaube, wir müssen den Nationalstaat wahrscheinlich auch gar nicht wirklich abschaffen. Genauso wie wir das kleine Dorf nicht abgeschafft haben, als sich sozusagen die Lebensräume vergrößert haben. Also wir werden ja Subsidiaritätsgedanken weiter haben können, auch wenn wir gewisse Themen europäisch und vielleicht andere Themen global durchaus auch demokratisch gestalten können. Das Wort Nation ist natürlich mit gewissen Dingen verbunden. Ja? Das ist vielleicht auch problematisch, aber wenn wir zum Beispiel Umverteilung sagen, nicht? Also was macht der deutsche Staat? Er sorgt auch, indem er besteuert und umverteilt, für soziale Gerechtigkeit. Nicht? Und die Frage ist, können wir das europäisieren? Und da wäre ich ziemlich skeptisch, nicht? Weil das etwas anderes ist als gleiche Rechte für alle. Ist die Frage, wie stark soll sozusagen der Staat eingreifen in die Eigentumsrechte des einen, um den anderen rauszuhauen. Und auf globaler Ebene stellt sich das noch viel stärker. Das heißt, man wird unterschiedliche Ebenen haben müssen, nach wie vor, glaube ich, ja, und deswegen stehen diese Regelformen, Nationen, wie wir sie heute kennen, Europa und dann was Globales, die stehen zum einen miteinander im Wettbewerb, aber sie werden sich nicht gegenseitig abschaffen. Ich möchte nochmal Nationalstaat abschaffen, das wird mir immer so vorgeworfen, so, ne? Deswegen haben ja jetzt auch irgendwie die Rechten meine Twitter-Account geknackt und so, also ich will den Nationalstaat abschaffen. So. Ich will ja nicht einen Hammer nehmen und irgendwie Frankreich zertrümmern, ja. Mir ist zentral
das Argument ist, dass die Nation ein Prozess der Verrechtlichung ist. Das heißt, ich will gar nicht den Nationalstaat abschaffen, sondern ich möchte Europa gewissermaßen nationalisieren. Und nationalisieren in einer Idee der Verrechtlichung, das ist aber was ganz anderes. Das heißt, ich will die Demokratie entnationalisieren von den Nationalstaaten, so wie wir sie heute kennen. Ganz konkret gesprochen, Marine Le Pen hat ihren Wahlkampf gemacht mit einem Wort. Quand il n'aura plus la nation qui s'occupera des pauvres. Wenn es die Nation nicht mehr gibt, wer kümmert sich um die Armen? Soll heißen, entweder findet Europa auf diese Frage eine Antwort oder es wird kein Europa geben. Europa wird sozial oder Europa wird nicht sein. Und da bin ich wieder bei Marcel Mauss, den ich der Böckler-Stiftung sehr ans Herz lege. Ja? Nation ist institutionale Solidarität. Wenn man diese Begrifflichkeit wiederentdeckt, dann heißt das, Nation ist, wer in institutionalisierter Solidarität ist, soll heißen, die Debatte, die wir uns mit diesen Griechen geleistet haben, na, Bailout ist sozusagen eine Frage der Beliebigkeit des Deutschen Bundestags, da sind wir nicht mehr, weil die Solidarität institutionalisiert ist, soll heißen, Solidarität ist nicht beliebig, es gibt einen Rechtsanspruch und wen wir in diesen Rechtsanspruch lassen, die begründen eine Nation. Vor diesem Hintergrund will ich gar nicht die Nation abschaffen, sondern ich möchte im Sinne eines rechtlichen Nationenbegriffes Europa verrechtlichen als Nation. Und ich glaube, so haben wir auch einen Fluchtpunkt für die Debatte, weil dann kann Europa sozial werden. Wir haben die Nation nicht abgeschafft, jeder hat seine Heimat, sondern wir haben nur die Demokratie im heutigen Sinne entnationalisiert. Nur. Geht in die gleiche Richtung. Wir erleben doch gerade einen dramatischen politischen Umwälzungsprozess, auch in den Parteiensystemen. Die Parteien sortieren sich neu entlang ganz einer neuen Linie, wie sie zum Beispiel, wie sie zu einer Offenheit stehen, beziehungsweise nicht stehen. Das zerreißt manche Parteien förmlich. Neue Bewegungen entstehen. Das heißt, die Menschen setzen sich damit auseinander. Wie wollen wir jetzt in diesem Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung uns politisch neu ausrichten? Es geht nicht mehr um das Rechts-Links-Schema, mehr Staat, weniger Staat, was wir lange Zeit hatten. Es geht auch jetzt um das Thema, wollen wir uns integrieren in diese Globalisierung, ja oder nein? Und das ist doch eine Auseinandersetzung, die gerade läuft und die auch unser Parteiensystem ja, einfach über den Haufen wirft teilweise. Denken wir nochmal 10, 15 Jahre zurück, wie es da aussah und wie es heute aussieht. Denken wir an Frankreich, wie es da heute aussieht. Und dass da in diesen veränderten politischen Gegebenheiten drückt sich doch genau diese Problematik aus, über die wir hier gerade reden. Und ich denke, aus dieser Entwicklung, die ja noch lange nicht abgeschlossen ist und wo wir auch nicht wissen, wo sie enden wird, da wird ja politisch werden neue Kräfte entstehen, die dann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ich halte den Ausgang dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung für völlig offen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in 10 Jahren in einem stärkeren Europa leben werden oder ob wir wieder alle Nationalstaaten in voller Blüte, fällt mir schwer zu sagen, haben oder ob wir eine Ansammlung eher illiberaler Demokratien sein werden, anstatt eines offenen Europas. Ich bin mir nicht sicher. Deswegen würde ich Sie alle vier gerne noch mal bitten und die Debatte um 3 Ebenen runterholen. Formulieren Sie mir das, was Sie mir gerade erklärt haben, mal als eine Antwort für den Arbeiter, der im Moment in Görlitz bei Siemens arbeitet und dem Siemens gesagt hat, wir verlagern unsere Gasturbinen sonst wohin. Was an dem, was Sie mir erzählt haben, wäre eine Antwort für dessen Problem? Das ist eine berechtigte Frage und trotzdem wage ich zu behaupten, dass wir sie tatsächlich nur mit institutionalisierter Solidarität abfedern. Das heißt, wir werden das nicht vermeiden können. Das war so, das wird so sein, dass es solche Entscheidungen gibt. Aber was wir tun können, ist solche Entscheidungen abpuffern. Und zwar, wenn wir eine europäische Demokratie wollen, dass wir sie abpuffern in einer Art und Weise, dass wir nicht Bürger gegen Bürger stellen. Ja? Und das ist ja das Argument des allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatzes. So soll heißen, ich kann Siemens leider nicht davon überzeugen, diese Schließung zu machen. Ich könnte aber vielleicht darauf einwirken, dass Siemens nicht noch obendrein 370 Millionen Subventionen von der Bundesregierung bekommt. Ja, das kann man ja mal politisch entscheiden. Aber das wäre ja schon mal die eine Lösung. Und trotzdem glaube ich, wenn wir eine emotionale Bindung zu einem politischen Projekt Europa haben wollen, dann ist das schon ein Angebot an diese Menschen zu sagen, was immer Siemens macht, du bist Bürger der Europäischen Republik und dir passiert hier nichts und du musst auch nicht deswegen umziehen von A nach B, weil hier bist du gesichert und wir stärken deine Region im politischen System. Herr Felbermayr.
Also im Prinzip stimme ich ja ein. Diese Solidaritätsidee ist ganz wichtig und zentral. Die Frage ist, ob wir nicht das auch in Deutschland leisten können. Ich will jetzt nicht den Nationalstaat wieder gut reden, aber wenn es darum geht, den Siemens-Arbeiter zu schützen von den Folgen dieses Wandels, das kann auch technologischer Wandel sein. Ich kann auch über die Kumpel in irgendwelchen Braunkohlereviere sprechen, die den Job verlieren, nicht? Und da ist die Solidargemeinschaft da, ihm zu helfen. Und da stellt sich wahrscheinlich aus der Perspektive des Siemens-Arbeiters gar nicht, woher kommt denn das Geld nun? Ist das aus Berlin angewiesen oder kommt das aus Brüssel oder kommt das irgendwo, weiß nicht, aus dem Outer Space? Ist komplett egal. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich sozusagen ausreicht, um dann diesem Loser oder dem Verlierer dieser Trends irgendwie Enthusiasmus zu entlocken für ein neues Europa oder noch was Größeres. Das weiß ich nicht. Die Antwort auf Ihre Frage fängt bei Siemens selber an. Ich habe eben den Punkt gehabt, Verantwortung entlang der Wertschöpfungskette. Eine Antwort liegt im Unternehmen selber, dass die Unternehmensleitung diese Verantwortung auch für alle Mitarbeiter hat und nicht aus irgendwelchen spekulativen, steuerlichen Gründen produktionsverlagert. Da hilft zum Beispiel auch Mitbestimmung. Na, Siemens würde sagen, es ist den Finanzmarktgesetzen unterworfen und muss ja, einzelne Sparten... Ja, aber dies will ja, das kann man so instrumentalisieren, so wie Herr Felberbauer sagt, weil es da solche Entwicklungen gibt, aber das muss sich ja bewähren in der Argumentation, auch dann zum Beispiel mit den Arbeitnehmern, die ja auch ein gewisses Recht haben, dort mitzubestimmen, ob das denn wirklich so stimmt, wenn man gleichzeitig 3, 4, 5 Milliarden Gewinne macht, dass man sich dem so unterwerfen muss oder ob man diese Gewinne nicht irgendwie anders einsetzen kann und beispielsweise, wenn es da Probleme mit der Produktpalette gibt, das Werk in Görlitz modernisieren kann und dann dort Produkte produzieren kann, die eben man ebenfalls verkaufen kann. Das muss zumindest geprüft werden. Der zweite Punkt wäre, und das kann Jens Südekum sicherlich noch viel besser sagen, dass wenn es denn dennoch dazu käme, dass Siemens verlagert, dass natürlich die Politik eine Art Garantieismus macht. Das heißt, sie garantiert, dass dort, wo Arbeitsplätze wegfallen, natürlich verstärkt auch Investitionen gemacht werden, damit die Region als Arbeitsplatz erhalten bleibt. Nicht vielleicht Siemens, aber dass es eben andere Arbeitsplätze gibt. Das müssen wir wieder ins Bild nehmen, dass wir nicht einfach sagen, dann zieht doch mal alle um nach Berlin, sondern bleibt, wo ihr seid. Wir sorgen dafür, dass es dort wieder Ersatz gibt und auch nicht um qualitativ schlechteren Ersatz. Was wir im Moment erleben, ist ja eben diesen Wechsel, was Jens Südekum geschildert hat, dass hochwertige Arbeitsplätze verloren gehen und prekäre Dienstleistungsjobs entstehen, überspitzt formuliert, dass es dort eben auch qualitativ gute Arbeit gibt, okay, als Ersatz. Herr Südekum, bevor Sie dürfen, lassen Sie mal kurz den Felbermayr ganz direkt darauf antworten. Das wirkt hier nach einem fröhlichen Streit. Naja, also ich glaube, wir können nicht politisch Arbeitsplätze verordnen oder schaffen oder kaufen. Das funktioniert nicht. Man kann subventionierte Arbeitsplätze in irgendeine Region kurzfristig vielleicht hineinkriegen, aber dass das dann langfristig sich von selber trägt, das ist eine ganz andere Frage. Also ich bin sehr skeptisch. Ich würde mir wünschen, dass das so laufen könnte, wie Sie es gerade schildern. Dort, wo ein Job wegfällt, genau in demselben Dorf in Görlitz, da sollen dann bessere noch entstehen, als die weggefallen sind. Nur, das können wir uns wünschen, das kann man vielleicht auch irgendwie politisch erzwingen, indem man sagt, und wenn das kein privater Investor tut, dann baue ich da halt irgendwie eine öffentliche Forschungseinrichtung hin oder solche Sachen. Nur ob das etwas ist, das insgesamt wirtschaftlich Sinn macht, das sich selber tragen kann, da wäre ich skeptisch. Wir haben ja Regionen, wir haben Agglomerationsvorteile in vielen Regionen, oder? Die Jobs, die werden ja nicht zufälligerweise, weil dort subventioniert wird, in München geschaffen, nicht? Also da passt offenbar der Branchenmix, da passt offenbar der lokale Arbeitsmarkt, da finden die Arbeitgeber trotz allem Jammer, ja, die Ingenieure, die sie brauchen, die Softwareleute, auch die Betriebswirte, was da ist, nicht? Also ich sehe nicht, wie man das machen kann, ohne dass man dabei sozusagen permanente Transfers in Regionen leistet, die wir möglicherweise, so traurig das klingt oder so zynisch vielleicht, abschreiben müssen, weil sie Randlagen sind, weil die Menschen dort vielleicht auch gar nicht wohnen wollen. Vielleicht ist das Problem von Siemens dort, ich weiß es nicht, vielleicht ist es, dass sie die richtigen Ingenieure dort gar nicht finden, weil die schon längst nach München gegangen sind, nicht? Deswegen bin ich skeptisch. Ja, Ihre Frage war ja, was sagen wir jetzt sozusagen dem entlassenen Arbeiter in Görlitz, das war die Frage. Und was sagen wir ihm? Wer soll ihm helfen? Realistisch gesprochen ist es die Bundesregierung, ist es die Brandenburgische Landesregierung mit konkreter Soforthilfe. Und alles andere, theoretische Debatten über Europa, interessieren, glaube ich, denjenigen in dem Moment erstmal nicht.
Ja, und wie hilft man ihm? Klar, wir können nicht jeden wegfallenden Arbeitsplatz irgendwie halten über staatliche Subventionen, darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, die Region, die Infrastruktur in dieser Region so auszustatten, dass ein Wiederaufstieg der Region mit neuen Perspektiven unterstützt wird. Und wir wissen alle, ich meine, wir haben eine gigantische Infrastrukturlücke, gesamtwirtschaftlich gesehen in Deutschland. Die KfW spricht von 146 Milliarden Euro. Und das ist natürlich insbesondere, besonders in genau diesen abgehängten Regionen, die mit den Strukturproblemen zu kämpfen haben, da ist diese Infrastrukturlücke, man kann sie sehen, nicht? Man kann sie sehen und da ist sie noch viel gigantischer. Und darum geht es, glaube ich. Also, dass der Staat den nicht Transfers, nicht künstlich Arbeitsplätze aufrechterhält durch Subventionen, die nicht mehr rentabel sind. Darum geht es eigentlich nicht. Es geht darum, eine Form von Infrastruktur in der Fläche bereitzustellen, die eben dann eben auch einen sinnvollen Wiederaufstieg der Region schafft. Und ich glaube, da ist das Thema Wissensinfrastruktur, finde ich, da absolut zentral. Also ich will, glaube ich, nicht, man hilft, gehört es nicht, wenn man dann eine neue Autobahn dahin baut, sondern es geht um Wissensinfrastruktur, die Weiterbildung gewährleistet, die Diffusion von Wissen in die Fläche gewährleistet, Digitalinfrastruktur gehört auch dazu. Das sind die Punkte, glaube ich. Und da, Moment, und jetzt sozusagen, das ist die kurzfristig, und da will ich noch ganz kurz, kurzfristig kann das aus meiner Sicht aktuell im Jahr 2018 in Görlitz niemand anderes leisten als die deutsche Bundesregierung und die Brandenburgische Landesregierung. So, und dann muss ich aber, letzte Bemerkung, im gleichen Atemzug dann dem entlassenen Görlitzer Arbeiter auch sagen, hier, hör zu, europäische Einigung ist nicht etwas, was dich etwas kostet, sondern es wird dir etwas bringen, weil eventuell, ich weiß es nicht im Fall von Siemens, eventuell ist gerade ja diese Standortentscheidung da gefallen, wegen Aspekten der Steuerverlagerung, ja, die es über, wenn es eine sinnvolle überstaatliche Lösung gäbe, vielleicht gar nicht gegeben hätte. Mhm. Nicht, dass wir sagen, auch deine konkreten Probleme lokal vor Ort, viele von denen müssen auf der europäischen oder globalen Ebene gelöst werden. Das können wir nicht. Und deswegen ist praktisch diese Metaprozesse, über die sprechen, das ist nicht etwas, was für dich nicht begreifbar ist, aber was mit dir nichts zu tun hat. Und das ist nicht irgendwie so eine intellektuelle Debatte der Eliten, sondern das ist ganz konkret etwas, was für dich sozusagen Schutz bieten kann. Ein Satz noch, Infrastruktur ist einfach massiv europäisch. Ja, also ich wohne ja jetzt in Österreich, da gibt es irgendwie so einen Tunnel, da haben die Österreicher den Tunnel ausgebaut, keine Ahnung, ganz viel Technik, ganz viel Geld und die Italiener machen einfach nicht weiter. Ja, das heißt, in dem Moment, wo es kein, und da, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das heißt, aber oder die Bayern, wie auch, vielleicht die auch, jedenfalls, bei Görlitz bin ich ja noch dabei, das ist ja zufällig irgendwie so, ich sag mal, mehr oder weniger mitten in Deutschland, aber wenn Sie irgendwie so ein bisschen an die Grenzgebiete kommen, ist natürlich die Investition in Infrastruktur per se eine hocheuropäische Aufgabe und Planung. Und da fängt es ja schon an, das geht fürs Schienennetz, genauso fürs Digitalnetz, genauso für Digital Union und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, dass das größte Problem heute ist, dass die EU noch nicht Staat ist und deswegen sozusagen keine Kredite aufnehmen kann als Körperschaft, darf ja nur die Europäische Investitionsbank. Das heißt, wir können über Europa gar keine Infrastrukturprojekte richtig machen, weswegen ja Juncker, das ist ja so sozusagen doppelt gebuchtes Geld, ja, dieser Investitionsplan. Und auf nationaler Ebene machen wir es zum Teil nicht mehr oder eben Länder wie Portugal oder so, die haben kein Geld mehr für digitalen Ausbau, die sind platt gespart, ja. Und da liegt die Krux, dass wir sozusagen, einige können national nicht mehr machen, aber Europa darf nicht und dann findet Infrastruktur einfach nicht statt. Ich würde jetzt gerne, bevor ich dann die Debatte auch für Sie öffne und Sie vielleicht nochmal mitdiskutieren oder die eine andere Frage stellen, noch einmal den Blick nach draußen richten. Wir haben ja jetzt sehr lange und sehr viel diskutiert, einmal, wie sind die Institutionen, die wir haben und warum funktionieren die so, wie sie sind, nicht mehr und was können wir nach drinnen tun. Wir haben aber, als Europa gebaut worden ist, ja immer auch die Idee gehabt, dass Europa möglicherweise ein Regelungsinteresse nach draußen hat. Also Sprichwort über europäische Handelspolitik und Handelsabkommen, könnte man die Welt ein bisschen besser machen. Das ist zumindest das, was man in Brüssel so als Idee manchmal hört. TTIP wurde von der Kommission so verkauft. Müssten wir, Gustav Horn, Sie haben es ein bisschen angesprochen, um Globalisierung anders zu gestalten, nicht auch anders über die Welt nachdenken? Ja, aber hallo, jetzt Frau Gero. Aber hallo. Wir haben heute häufig als Ökonomen ein Bild über die Welt, das die Welt der Nationalstaaten als eine Art Konkurrenzkampf von Unternehmen interpretiert. Mhm. Das ist die Trumpsche Idee, ne? Wenn wir was gewinnen, ja, dann verlieren die genau, anderen. Also wie oft reden Politiker in Deutschland darüber, dass das Geschäftsmodell dieses oder jenen Landes gut oder schlecht ist? Sorry, seit wann hat ein Land ein Geschäftsmodell und seit wann ist ein Land ein Unternehmen? Der entscheidende Unterschied ist
zum Beispiel, dass ein Unternehmen, wenn es am Markt nicht erfolgreich ist, in der Tat pleite gehen kann. Und das hat rein marktwirtschaftlich, ordnungspolitisch letztendlich positive Effekte. Ein Staat geht nicht pleite und die Menschen bleiben da. Und ein Staat, der nicht mehr zahlungsfähig ist, ist ein Failed State mit allen brutalen Konsequenzen. Das heißt, es ist ein völlig brutales Narrativ, Staaten als Unternehmen zu interpretieren und die Weltwirtschaft als einen Konkurrenzkampf zwischen Unternehmen. Da kommt ja auch eben Trump her, wie Sie richtigerweise sagen. Entweder ich gewinne oder die anderen. Gemeinsam geht nicht. Ich muss die unterbuttern oder die. Aber so wird auch gehandelt. Vielleicht machen wir Europäer das vielleicht etwas zivilisierter. Aber zum Beispiel unsere Handelspolitik gegenüber Afrika ist nichts anderes. Wir drängen mit unserer ganzen Marktmacht auf Öffnung deren Märkte, machen dort Produktionen platt, mit denen diese Länder sehr viel Wohlstand erzeugen könnten. Aber wir haben die Macht, diese Politik durchzusetzen. Da müssen wir auch anders auf die Welt schauen. Wenn wir wirklich nicht auf der anderen Seite dann auch die Folgen dieser Politik bekommen, nämlich die Migration aus Armut heraus. Das hat auch damit zu tun. Ich glaube, wir haben gerade eine neue Studie durch die Zeitungen gehen sehen, die sagt, es gibt längst mehr Klimaflüchtlinge als Flüchtlinge vor Krieg. Der Vergleich ist zynisch, aber er ist natürlich brutal. Das sind die Leute oder die Art von Menschen, die noch viel mehr fliehen werden müssen in den nächsten Jahren. Und deswegen glaube ich, muss man auch die Frage möglicherweise der anderen, da streiten wir uns ja immer so schön, ne, der anderen Regelung über Handelspolitik, was die Umwelt, den Klimaschutz angeht. Da würden Sie wahrscheinlich sagen, nee, das geht dann zu weit. Ich würde eher argumentieren, da müsste man doch möglicherweise auch ran. Müsste Handelspolitik und eine Regulierung von Globalisierung nicht viel grundsätzlicher an das Soziale und an das Ökologische denken? Doch, jetzt werden Sie vielleicht überrascht sein, wie lernfähig ich bin. Vielleicht. Nee, also ich würde auch als, da muss man, 1920, oder, hat Arthur Cecil Pigou im Vereinigten Königreich die Theorie der externen Effekte aufgeschrieben. Und die lernen wir ja im selben Atemzug oder in der nächsten sozusagen Einheit der Vorlesung, nachdem wir irgendwie die ricardianischen Vorteile des Handels gemacht haben. Ne? Das ist so auch Grundausstattung. Gehört zur Grundausbildung, genau. Und deswegen wäre ich sehr dafür, dass überall dort, wo solche externen Effekte da sind, dass wir da auch sagen, wir können nicht nur Handelspolitik machen, die darin besteht, Zölle abzuschaffen, Handelsbarrieren, Diskriminierende zu reduzieren, sondern wir müssen auch das sozusagen den Rahmen dafür überhaupt einmal konstruieren. Und da gehört dazu, dass wir globale externe Effekte internalisieren. Das kann zum Beispiel heißen, dass wir sagen, wir können mit Mercosur und mit Indonesien, da wird gerade ja Freihandelsabkommen verhandelt, wir können das eigentlich nicht guten Gewissens tun, ohne vorher sicher zu sein, dass diese Länder eingebunden sind in einen vernünftigen CO2-Zertifikatehandel zum Beispiel. Ja? Dieses Problem hätte ich jetzt mit den Amerikanern nicht so deutlich gesehen, weil da sozusagen die technologischen Unterschiede, was die CO2-Intensität der Produktion und bla 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 angeht, das war nicht das Thema. Aber mit Indonesien und Mercosur schon. Wo ich Probleme habe, ist, wenn man sagt, ja, aber die produzieren da so billig, die Löhne sind so niedrig und jetzt müssen wir uns einfallen lassen, dass das dort zu höheren Löhnen führt. Ist auch gut für die Leute, sagen wir dann, aber es ist vor allem mal wahrscheinlich, sage ich mal, ein Abwehrreflex von uns, um diesen billigen Wettbewerb außen vor zu halten. Und wir haben ja auch gehört, wie viele, sagen hunderte Millionen Menschen, gerade in Ostasien, aus bitterster Armut erlöst wurden durch die Globalisierung. Das sind die positiven Seiten, weil wir es zugelassen haben, dass die ihren Vorteil, den sie haben, nämlich niedrige Löhne, ja, auch vermarkten können und einsetzen können, um dadurch für sich sozusagen Wohlstand zu erwirtschaften. Wenn wir da blockieren und sagen, wir brauchen irgendwie einen globalen Mindestlohn, ja, da wäre ich... Ich denke, da würden wir die Vorteile der Globalisierung für viele Menschen kaputt machen und auch bei uns die Vorteile, die über die niedrigen Preise kommen, die wären auch nicht mehr da. Und da liegen auch keine externen Effekte vor. Ne? Das wäre die Grenze für mich, wo wir die externen Effekte haben, brauchen wir die Global Governance, wo wir sie nicht haben, da kann der Markt funktionieren und das sollen wir noch lassen.
Aber das theoretische, wenn ich das noch sagen darf, das theoretische Problem dahinter ist doch das, was der Rodnik gesagt hat. Ja? Also entweder kriegen wir die billigen Produkte oder wir kriegen die Arbeiter. Und dahinter steht, dass der Liberalismus immer im Huckepack kommt. Also die Rechte will ja immer offene Märkte, aber zu Grenzen für Menschen. Und die Linke will immer eher geschlossene Märkte, aber offen für die Menschen. So umgekehrt. Ja? Aber diese Überkreuzung geht halt nicht. Der Liberalismus kommt im Huckepack und deswegen machen wir hier ja permanent große Koalitionen, weil sozusagen die Linke nur kriegt, wenn sie mit der Rechten geht und die Rechte nur kriegt, wenn sie mit der Linken geht. Ja? Das ist ja, weil der Liberalismus ist sozusagen unteilbar. Und dahinter steht im Grunde dieses Rodnicksche Paradigm, dass man kann nicht Güter und Menschen trennen. Sie können nicht die Grenzen offenmachen für Güter und letztlich für Menschen sozusagen zumachen. Und dann sind wir wieder bei der Notwendigkeit, dass wir das irgendwie auflösen im Sinne einer perspektivisch Parlamentarisierung der Welt, wir finden ein globales Gewaltmonopol und so weiter und so fort. Im Übrigen ist das die Baustelle in der Theorie. Ja? Also die ganzen Juristen, die gucken gerade im Moment, wo liegt eigentlich im Max-Weberschen Sinne das globale Gewaltmonopol und wie können wir solche Konflikte über Gleichstellung, Distribution demnächst global auflösen? Also muss ich vielleicht doch ein Stück weit widersprechen. Sie wollen ein bisschen Streit haben am Podium, will ich liefern. Kommt jetzt auch gleich aus dem Publikum wahrscheinlich. Wir haben natürlich schon einen Unterschied zwischen Arbeitsmärkten und Gütermärkten, einfach weil die Mobilitätskosten ganz andere sind. Wenn jemand von Bangladesch nach Deutschland geht, das ist ja mit ganz ungleich höheren Friktionen verbunden, als wenn wir hier einen Container mit T-Shirts nach Deutschland holen. Ne? Das mag sich verändern über die Zeit, aber auch die Güter, auch die Friktion im Güterhandel sinken ja gleichzeitig. Deswegen kann man sich sehr wohl eine Welt vorstellen, ist nicht die Welt, die ich mir wünsche, aber man kann sich eine Welt vorstellen, in der wir die Arbeitsmärkte national abschotten und Freihandel haben und da nicht dasselbe rauskommt, als wenn wir es umgekehrt machen würden oder beides frei haben. Das mag zwar in der alten Heckscher-Ohlin-Welt aus den 30er Jahren so sein, manche lieben die ja noch, ich sage, die ist empirisch komplett obsolet. Das ist nicht so, weil wir eben massive Handelskosten haben oder auch Kosten der Mobilität, sogar Kosten des Kapitalverkehrs. Und deswegen ist das nicht äquivalent. Bevor ich jetzt die Debatte auch für Sie öffne, Gustav Horn, an Sie noch eine ganz konkrete Frage. Es gibt den Wolfgang Zürn am WZB, der immer gedacht hat, dass man die Globalisierung tatsächlich auch dadurch gezähmt kriegt, dass man so eine Art globale Gesellschaft kriegt, die dann eine globale Zivilgesellschaft, die diese globalen Institutionen quasi demokratisch kontrolliert und dafür sorgt, dass die immer demokratischer werden. Es hat die letzten 50 Jahre mal so ein bisschen an ein oder zwei Ecken geklappt, aber nicht wirklich. Woher nehmen Sie den Optimismus, dass das in den nächsten 20 Jahren klappen kann? Weil es eine Problemlösung ist. Ich meine, wir sehen ja im Moment, so geht es nicht. Und wir müssen uns etwas einfallen lassen. Und die Antworten, die im Moment hochkommen, sind nationalistische Antworten. Aber die werden auch nicht funktionieren. Selbst wenn Sie die Arbeitsmärkte abschotten, da möchte ich Herrn Felbermayr widersprechen. Glauben Sie im Ernst, dass sich Menschen auf Dauer abhalten lassen, wenn bei Ihnen Not herrscht, woanders hinzugehen? Das glaube ich nicht. Das dauert länger natürlich als der Güterverkehr. Aber die Menschen werden kommen. Und es ist auch, glaube ich, vom Wertesystem her nicht erträglich, dass wir diese unterschiedlichen Mobilitätsgrade einfach ausnutzen, sondern wir müssen da präventiv handeln und sagen, es darf gar nicht die Notwendigkeit einer Armutsmigration geben. Ich glaube, das ist doch die Antwort, die wir haben wollen. Und wir müssen politisch eben alles tun, damit es überhaupt nicht zu dieser Migration kommt, dass Menschen nicht ihren Wohlstand und ihre Freiheit woanders suchen müssen. Das ist nicht Freiheit. Das ist ökonomischer Zwang. Das klang jetzt schon fast ein bisschen wie die fulminante Abschlussrede, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Sie haben jetzt die Gelegenheit, da sind die beiden jungen Männer, da gehen die Arme schon hoch. Fangen wir doch mal gleich hier in der Mitte an und dann gehen wir darüber nach rechts. Ralf Bartels, IGBCE. Ich habe eine Frage zum Status quo von Globalisierung, eine recht kurzfristige, schauen wir mal. Gustav Horn sprach davon, dass Trump unterwegs ist, die USA tatsächlich von internationalen Arbeits-, Finanz- und Gütermärkten abzukoppeln und sagte, dass das für Deutschland kein Weg ist, klar. Aber kann es ein falscher on the long run, aber möglicher Weg für die USA sein? Und was wären dann die wirtschaftspolitischen Konsequenzen für die hauptbetroffene VR China
Was wären die wirtschaftspolitischen Konsequenzen für Europa? Entgegen der Trumpschen Wahrnehmung der Welt wären die USA nicht der Gewinner, sondern die USA wären wahrscheinlich sogar einer der großen Verlierer dieser Entwicklung. Wir natürlich auch. Ja, wir wären auch nicht Gewinner, wir würden auch verlieren. Aber wenn ich gerade an große global agierende Unternehmen aus Amerika denke, soll Facebook nur noch amerikanische Kunden haben und Apple iPhones dürfen nur noch in Amerika verkauft werden? Ich glaube nicht, dass diese Firmen dann sehr glücklich wären und sehr erfolgreich wären. Auch die USA sind eng verflochten über Güter und Kapitalmärkte. Amerikanische Finanzunternehmen sind allerorten. Ja? Sie stellen auch in diesen Ländern zum Beispiel Staatssekretäre mittlerweile. Und das ist auch für die USA schädlich, wirtschaftlich schädlich. Es werden Arbeitsplätze verloren gehen in den USA. Sie werden auch auf einem niedrigen Wohlstandsniveau am Ende landen. Und dadurch wird man nicht souveräner, wenn man das Wohlstandsniveau senkt. Und ich glaube, dass das ja auch wieder politische Gegenreaktionen hervorrufen wird. Wenn das Silicon Valley zum ökonomischen Notstandsgebiet wird, glaube ich nicht, dass das an dem politischen System der USA so einfach vorbeigehen wird. Ja? Wenn der Rust Belt sich einfach nach Kalifornien verlagert. Also das wäre eine sehr disruptive Entwicklung auch für die USA. Und deshalb wird es, weil sich die ja auch nicht über Nacht kommt, sondern sich andeutet, wird es auch dann wieder politische Gegenbewegungen in den USA geben. Und es wird zu einer politischen Änderung kommen. Natürlich ist es theoretisch möglich, dass die USA alles kappen. Aber die Kosten wären so hoch, dass ich glaube, dass es politisch letztlich nicht durchhaltbar wäre. Ja. Also ich wage jetzt mal eine steile These, aber eher optimistisch. Ich glaube, was wir gerade sehen, ist im Wesentlichen erstmal Symbolpolitik, ja, von Trump. Er hat, ich kenne sein Playboy-Interview aus dem Jahr 1990, wo es ja schon um Zölle und Zollgrenzen und Protektionismus ging. Ich glaube, was wir jetzt gerade sehen im Stahlbereich, im Aluminiumbereich, das ist quasi ein Tropfen auf den heißen Stein, Symbolpolitik, um schöne Bilder zu kreieren mit Stahlarbeitern im Rust Belt. Aber genau wie Gustav Horn sagt, ich glaube nicht, dass langfristig, das ist jetzt meine optimistische These, dass er langfristig wirklich mit Protektionismus wirklich brutal ernst machen wird, weil er sich ins eigene Fleisch schneidet. Ich sage mal ein bisschen anders. Die Gebrüder Koch sind an geringen Körperschaftssteuersätzen interessiert. Die haben sie jetzt bekommen, aber die sind nicht interessiert an wirklich hohen Handelsbarrieren und an echten Protektionismus. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir den bekommen werden. Herr Felbermayr, Sie haben gerade den Kopf geschüttelt. Also ich glaube, was Donald Trump will, ist, er will die Welthandelsorganisation in Schutt und Asche sehen, weil die schränkt ihn ein, die zwingt ihn, Rücksicht zu nehmen auf andere. Die führt dazu, dass die Amerikaner, die 25% der Weltproduktion haben, in manchen Konstellationen nicht die Mehrheit haben oder nicht die Mächtigen sind, sondern mit 75% der Welt verhandeln müssen. Und das passt ihm nicht. Und deswegen würde ich sozusagen widersprechen. Es ist nicht Symbolpolitik, sondern es ist der erste Schlag gegen die Welthandelsorganisation, die auch ihre Fehler hat natürlich, aber die das Beste ist von den drei Washington Institutions, die wir haben, nicht nur, weil sie nicht in Washington sitzt, sondern in Genf, aber weil sie erstens nichts kostet und zweitens, weil sie eine Institution ist, die viel demokratischer ist, jetzt nicht im Sinne von Ihnen, Frau Gero, aber dort hat jedes Land eine Stimme, nicht? Und nicht wie beim IMF nur anteilig oder relativ zum Kapitalanteil. Und was er machen möchte, ist die WTO sozusagen so weit schwächen, dass er bilateral mit der Marktmacht der USA Konzessionen erzwingen kann, wo ihm das passt. Genauso wie die Chinesen das übrigens machen. Und deswegen Symbolpolitik, nein, sondern ich würde sagen, das ist ein ziemlich ausgeklügelter, ziemlich teuflischer Plan. Ja, er hat auch gute Berater, leider Gottes, also der Handelsbeauftragte, der Lighthizer ist ein Veteran, der macht schon seit 30 Jahren Handelspolitik, der weiß genau, was er tut. Und das Dümmste an der Sache, oder das sozusagen für uns Unangenehmste ist, das kann aufgehen. Nicht? Weil ein Land mit 25% der Weltnachfrage ganz machiavellistisch seine eigene Größe immer zum eigenen Vorteil einsetzt, ist es denkbar, das kann man auch theoretisch zeigen, dass das dazu führt, dass die uns immer wieder in die Tasche greifen können. Nicht? Diese Beggar-Thy-Neighbor-Politiken. Und deswegen ist da sehr viel mehr am Spiel.
Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, weil es gibt noch eine ganze Reihe Wortmeldungen. Vielleicht nur ein Zusatz. Es ist ja tatsächlich so, dass im Moment diese Schwächung der WTO ganz konkret schon passiert, dadurch, dass das Berufungsgericht bei der WTO nicht mehr besetzt werden kann, weil die Amerikaner ihre Zustimmung nicht geben. Was übrigens Barack Obama begonnen hat, nicht? Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, deswegen auch wieder nicht Symbolpolitik von einem gewissen Herrn Trump, der ist ungustiös, keiner mag ihn, gar keine Frage, aber da ist ein längerfristiges Kalkül, dass sozusagen fast schon DNA-mäßig in Amerika eingebaut ist. Sie wollen keine supra-internationalen oder supranationalen Gerichtsbarkeiten über sich, nicht den internationalen Menschen, nicht den ICC, wie heißt in Den Haag. Sie wollen nicht das Kyoto, ja, das wollen sie nicht, und sie wollen das WTO-Dispute-Settlement also, nicht. Sie wollen quasi genau das Gegenteil von Gustav Horn, um es auf den Punkt zu bringen. Ja. Gibt es eine Gegenbewegung? Ne? Also, ja, Ulrike, ich würde gerne einfach noch mal in die nächste Runde gehen. Dirk Ehns von der Universität Flensburg, Vertretungsprofessor für europäische Wirtschaft. Ich habe eine Frage. Was halten Sie denn von dem Vorschlag, dass wir Nationalstaaten haben mit Demokratie und flexiblen Wechselkursen? Also ich meine, das, was Daniel Roderick da macht, dass er sagt, man kann 2 von 3 haben, das halte ich für unseriös. Also Kanada und die USA beispielsweise sind beide sehr mächtige Nationalstaaten, sind beide demokratisch, haben einen flexiblen Wechselkurs, also sind die auch wirtschaftlich integriert. Ja, Mandel ist ja auch zufällig oder nicht zufällig der Vater der Optimum Currency Area, also der Theorie europäischer Wirtschaftsräume. Also warum nicht wieder zurück zu den Nationalstaaten und dann halt eigene souveräne Währungen und dann flexible Wechselkurse? Das verstehe ich nicht. Ich denke nämlich auch, dass die Probleme daher rühren in Europa, dass wir den Euro haben. Vorher hatten wir diese Probleme nämlich nicht. Ich denke auch nicht, dass das Zufall ist. Und zum zweiten Punkt dann nochmal, also es wurde hier wiederholt behauptet, aus Steuern würde man Staatsausgaben finanzieren. Das stimmt zwar innerhalb der Eurozone, aber stimmt für keine Bundesregierung mit einer eigenen Währung. Also das sagen ja auch die Experten inzwischen. Also Joseph Stiglitz sagt, dass Paul Krugman sagt, dass der Dollar akzeptiert wird, weil die Amerikaner Steuern zahlen müssen darin. Also erst kommen die Staatsausgaben, dann kommt das Geld. Und dann hätte man natürlich mit flexiblen Wechselkursen auch wieder die Macht, halt staatliche Jobs zu generieren und die Nachfrage zu erhöhen. Das heißt also, die generellen Probleme in der Weltwirtschaft halte ich vor allen Dingen auch als, also ich bin ja ein bisschen Kinsale schon, Sie kennen mich ja vielleicht auch schon, das ist ein Nachfrageproblem. Wir haben zu wenig Nachfrage und jetzt kämpfen wir um die knappe Nachfrage. Deswegen diese Ungleichgewichte. Also da nochmal die Frage, muss man nicht halt die globale Nachfrage erhöhen? Haben Sie jemand Konkretes im Auge, von dem Sie die Antwort, oder wollen Sie es einfach nur als Diskussionsbeitrag in die Runde geben? Wer möchte? Also ich antworte mal gerne, dass da steht ja die Debatte. Ne? Wolfgang Streeck macht seit Jahren nichts anderes, als zu sagen, wir müssen aus dem Euro wieder raus, aus genau dem Grund, wir müssen wieder soziale Nachfrage und so weiter in den Mitgliedstaaten machen können. Ich halte das für zu kurz gesprungen, weil das würde ja im Prinzip erstmal auch die Frage implizieren, kriegen wir überhaupt so eine Wechselkurs, also Euro-Rückabwicklung wieder hin? Das ist ja eine politische Frage, die müssten wir stellen. Würde ich mal sagen, wird ein bisschen schwierig. Aber wenn schon, denn schon, ja, dann würde ich sagen, local, global müssen wir neu organisieren, dann machen wir Regionalwährung, dann machen wir Chemnitzer überall. Also dann gucken wir, dass wir irgendwie so ein Euro-Dach finden, wo jeder noch eine lokale Währung hat, damit das Geld sozusagen vor Ort bleibt. Das würde die Region dann auch stärken. Im Übrigen denken wir ja so bestimmte andere Trends bei solchen Diskussionen nie mit. Na, aber die Zukunft ist ja, wissen wir das, ja, vielleicht Kryptowährung. Also diejenigen, die heute noch über den Status der EZB nachdenken, haben noch nicht kapiert, dass die unter 30-Jährigen längst woanders sind. Ja, also wir haben da auch so einen, glaube ich, einen Bruch, der einfach über die Technologie kommt, und da glaube ich jedenfalls, dass die Rückkehr in die nationale Währung, die wird es wahrscheinlich eher nicht sein. Christophon? Also, dass das Problem des aufkommenden Nationalismus nicht alleine auf den Euro zurückführen kann, das zeigt ja schon allein das Beispiel Trump. Die USA sind eine Wirtschaft mit flexiblen Wechselkursen, und Trump ist trotzdem im Amt, auch wenn er keinen festen Wechselkurs hat. Das heißt, das Problem zu verengen auf die Eurozone ist das, was ich gesagt habe, eine Verengung. Aber natürlich wird diese Debatte innerhalb der Eurozone mit großer Härte ausgetragen. Und da machen sich diejenigen wie Wolfgang Streeck eine ganz große Illusion. Als ob die Welt flexibler Wechselkurse eine so schöne, heile Welt wäre. Ich bin mittlerweile doch alt genug, um mich an diese Welt in Europa zu erinnern. Und das war die Welt, wo man diese Wechselkurse abschaffen wollte. Man wollte wieder Herr der eigenen ökonomischen Entwicklung werden. Man wollte die Kontrolle zurückgewinnen. Weil die Wechselkurse natürlich ein extrem spekulatives Instrument in den Händen großer Finanzmarktakteure sind.
Und das wird bei solchen Überlegungen völlig vergessen. Da wird so getan, als ob sich Wechselkurse immer sehr wohl verhalten würden. Wir wissen aus der Literatur, kaum etwas ist schwieriger, als ein empirisch vernünftiges Modell der Wechselkursentwicklung einzubringen. Wir können die Wechselkurse nicht beherrschen im Moment. Wir wissen es nicht. Das heißt, wir gewinnen überhaupt keine Kontrolle zurück, weil wir natürlich ein kleineres Wirtschaftsgebiet dann mit Wechselkursen verknüpfen, die wir nicht beherrschen können und sind dann erstmal wirklich ausgeliefert einer weltwirtschaftlichen Spekulationswelle, die aus den verschiedensten Gründen, die wir nie kontrollieren können, ausgeliefert sind. Diese Form der Rückgewinnung nationaler Souveränität ist ein absoluter Irrweg. Andreas Botsch, hier in der ersten Reihe. Andreas Botsch, Deutscher Gewerkschaftsbund. Der Herr Felbermayr hat vorhin in einem Nebensatz so gesagt, das wäre schwierig mit einem globalen Mindestlohn. An der Frage ist schon der Berliner Kongress 1886, das war der, der Afrika in so gerade Linien geteilt hat, gescheitert, weil sie sich nicht auf die Höhe des globalen Mindestlohns haben festlegen können. Aber was halten Sie denn von einer anderen Idee? Wenn wir beim Stichwort Demokratisierung der globalen Wirtschaft sagen, zumindest sollte man darüber nachdenken, eine absolute Lohnuntergrenze für jede Volkswirtschaft, für jede Region einzuziehen, die bei der Definitionsgrenze relative Armut liegt, nämlich bei 60% des Medianlohns. Und das dann jeweils entspricht ja dem Entwicklungsstand der jeweiligen Volkswirtschaften. So wie wir das jetzt versuchen in Europa zu machen, dass wir innerhalb der Europäischen Union oder zumindest innerhalb der Währungsunion eine einheitliche Lohnuntergrenze für jedes einzelne Land mit 60% des Medians haben, auf der aufbauend dann tatsächlich die Aushandlung guter Löhne möglich sind, die natürlich weit über dem Mindestlohn liegen müssen, weil das ist ja die Definition von Mindestlohn als absolute Untergrenze, weil von Mindestlöhnen kann man kein gutes Leben führen. Also das gefällt mir viel besser als ein einheitlicher Mindestlohn über reich und arm, entwickelt und unterentwickelt. Wie Sie richtig sagen, würde das ja die Produktivitätssituation in den einzelnen Ländern berücksichtigen. Ich weiß aber nicht, weil wir würden ja den Ländern vorschreiben, welche Lohnverteilung sie haben dürfen und welche sie nicht haben dürfen. Nicht? Indem wir die Lohnspreizung nach unten quasi über einen, weiß ich nicht, völkerrechtlichen Vertrag festlegen. Und da, ich meine, wir haben in Deutschland, glaube ich, hohe Präferenzen für eine komprimiertere Verteilung, in Europa wahrscheinlich auch. In USA aber zum Beispiel nicht. Und ich weiß nicht, wie das jetzt in vielen Entwicklungsländern wäre. Ist das nicht etwas, das man den Ländern und ihren eigenen demokratischen Prozessen belassen muss, dass die sagen, wir wollen von mir aus einen Mindestlohn, aber wo der liegt, ob das 60% des Medians ist oder 80 oder 40 oder gar nicht, das würde ich sagen, wenn die Länder demokratisch sind, sollen die das selber entscheiden dürfen. Und wenn sie nicht demokratisch sind, werden sie vielleicht sagen, naja, sollen wir dann, was machen wir dann? Dann müsste in letzter Instanz müssten wir sagen, wir handeln mit denen nicht. Ne? Also wenn ihr nicht diese Regel einhaltet, dann bekommt ihr unsere Exporte nicht und wir kaufen eure Importe nicht. Und da würde man dann wahrscheinlich sagen, naja, das Argument des Wandel durch Handel, das funktioniert natürlich nicht immer, aber dafür gibt es auch ganz gute empirische Belege, dass also, wenn man zulässt, dass sich ein Land abschottet, wie Nordkorea, ja, die sind böse, wir handeln nicht mit denen und so weiter, dass man dann hofft, dass sich dort was verbessert, das ist meistens auch ein Trugschluss. Und vielleicht wäre es, ja, also deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, ob das wirklich eine Verbesserung wäre im Vergleich zu dem, wie wir es heute haben. Ich glaube, bei diesen ganzen Diskussionen ist immer die Frage nach dem, das nächste System kostet nichts. Und ich glaube, das, was wir verstehen müssen, ist, jedes System hat seinen Preis. Also Euro mit Wechselkursfestlegung hat einen Preis. Und wenn wir es wieder Wechselkurs öffnen, das System hat auch einen Preis. Das war die Antwort von Herrn Horn. Als Politikwissenschaftlerin ist für mich die Frage des Preises nicht relevant, sondern eher, wer zahlt den Preis?
Ja, also wenn wir jetzt mal beim Euro bleiben, dann hat sich im Prinzip die Industrie und die Banken ein System geschaffen, von dem sie gut leben können, aber in dem bestimmte Fehler, Flaws, Mängel auf Seiten der Bürger liegen, ja, Nachfrage und so weiter. Das vorige System, nämlich die Wechselkurse und die Monetary Snake, hatte einen Kosten für die Wirtschaft und für die Industrie, aber nicht so sehr für die Bürger. Das heißt, die Frage ist, wer zahlt den Preis von welchem System, und nicht kriegen wir ein System ohne Preis. Mein Name ist Hans-Jörg Herr. Meine Frage ist, bisher wurde Paul Krugman und seine ganzen Modelle wurden bisher nicht erwähnt, und er argumentiert ja, sobald es Skaleneffekte gibt, interne oder externe, die ja auch schon benannt wurden, und Fahrtabhängigkeit der Entwicklung, wird es einigen unterentwickelten Ländern nicht gelingen, sich zu entwickeln. Und wenn man sich jetzt auch anschaut, welche Länder sich entwickelt haben, China und so weiter, das sind ja brutal funktionierende Nationalstaaten mit massiver Industriepolitik, kein Freihandel, Kapitalverkehrskontrollen. Meine Frage ist, wie geht man eigentlich mit der großen Gruppe der Länder um, die, wenn Krugman nun recht hat, sich in einem liberalen System nicht entwickeln? Das ist ja auch eine Dimension der Krise, der Globalisierung. Ich bin sehr froh, dass Sie die Frage stellen, weil ich mich schon seit wenigstens einer halben Stunde darüber nachdenke, wie bringe ich China hier nochmal mit ins Gespräch, sozusagen den anderen großen weißen Elefanten im Raum, die ja tatsächlich einen national gesteuerten Kapitalismus verfolgen. Ja, vielleicht, weil ich immer Paul Krugman nachgeeifert bin in allem, was ich akademisch getan habe, fühle ich mich ein bisschen berufen, darauf zu antworten. Also ich meine, wir müssen natürlich erstmal sehen, es wurde ja schon kurz angedeutet, also die globalen Trends, gerade jetzt für Schwellen- und Entwicklungsländer, die haben ja in den letzten 20, 30 Jahren schon freundlich ausgesehen, was eben die Steigerung der realen Lebensverhältnisse angeht. Das war nicht nur China, sondern diesen Rückgang der extremen Armut zum Beispiel, den haben wir eigentlich in allen Weltregionen gesehen. Von daher, das ist quasi schon erstmal, dass wir jetzt wirklich sagen, wir haben Ländergruppen, die wirklich in so einer Art Poverty Trap gefangen sind, und obwohl sie wollen, da nicht rauskommen. Natürlich will ich nicht sagen, dass es dieses Problem nicht gibt, aber die letzten 20, 30 Jahre, die Entwicklung, die wir gesehen haben, war eigentlich ja schon eine, wo wir gesehen haben, es geht, ja, und die Globalisierung wirkt gerade eben für diese ärmeren Länder, und die Ungleichheit zwischen Staaten nimmt ab. Was können wir tun? Also ich glaube, was Gustav Hornfeld auch gesagt hat, ich glaube, wenn wir Poverty Traps haben, und ich meine, da ist das Thema Afrika, kommt da natürlich als erstes, da müssen wir, glaube ich, als Europäer uns wirklich an die eigene Nase fassen, weil ich glaube, unsere Art von Handelspolitik, wie wir sie betreiben, die schafft künstlich diese Poverty Traps in Afrika. Ja, und da brauche ich nicht mit Krugman argumentieren, nicht? Das ist also eine relativ klare Geschichte, wie aus einer Art von europäischer nationaler Zollpolitik dann so etwas entstehen kann. Ja. Aber ansonsten, letzte Bemerkung dazu, es stimmt, nicht? Also was China gemacht hat, war kein Beispiel, sozusagen kein Musterbeispiel für Freihandel, sondern, gebe ich Ihnen recht, war ein Beispiel für staatlich gelenkte Industriepolitik, die sehr erfolgreich sein kann. Aber eben auch kein Beispiel für Abschottung, nicht? Also China hat sehr gezielt, sehr strategisch nachgedacht, wo in der internationalen Arbeitsteilung klinke ich mich ein, wie gestalte ich das? Und sie haben sehr progressiv begonnen, sich aufzumachen. Jetzt ist nicht mehr die Rede groß von Konvertibilität der Währung, aber das war auch mal Thema. Und was ich vielleicht noch sagen möchte, weil Sie Krugman aufgebracht haben, wir fragen uns ja auch immer, ob es nicht doch auch Länder geben kann, die im Globalisierungsspiel verlieren. Nicht? In der alten Theorie aus den 1820er Jahren gibt es das nicht. Aber in einer Welt mit Krugman kann es das natürlich schon geben. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir in der EU Transfers haben, also Regionaltransfers zum Beispiel. Und die Frage ist natürlich auch, ob das nicht, wenn wir die Dinge jetzt größer denken, global denken, ob wir nicht das dort auch brauchen. Dass es also eine Art Transfer geben muss, damit auch die verlieren würden in dem Spiel, Lust haben teilzunehmen. Ja, das ist vielleicht jetzt kommt ein bisschen provokant für die einen oder anderen daher, aber wenn es in Europa so ist, wenn wir das in Europa so argumentieren, dann müssen wir das auch global so argumentieren. Ich glaube, die Frage von Hans-Jörg Herr führt uns zu einem Thema, was für Ökonomen manchmal sehr unanständig ist, nämlich zum Thema Macht. Denn das ist ja die Essenz aus dem, was Paul Krugman auch schreibt. Man kann natürlich über Skalenerträge Marktmacht erwerben, mit denen man natürlich Konkurrenten auf dem Weltmarkt wegdrängt. Und das kann dann auch ganze Ländergruppen umfassen. Und wir sehen ja auch Beispiele, beispielsweise Facebook und andere haben Marktmacht, weil hier Skalenerträge ja völlig evident sind. Und China
hat die chinesische Politik hat dies gesehen. Und sie haben jetzt nicht Abschottung betrieben, aber so eine Art asymmetrische Abschottung, würde ich sagen. Sie haben Handel betrieben, sie selber sind am Weltmarkt Konkurrenten geworden, haben aber gleichzeitig sich selber auch geschützt. Das ist natürlich nach WTO-Maßstäben sündhaft. Aber vielleicht ist das eine Art Machtverteilungspolitik, die fair ist. Dass auch Länder, die im Entwicklungsstadium später sind, haben ja keine Chance, gegen die hohe Marktmacht der Industriestaaten anzukommen. Eben wegen der Skalenerträge. Deshalb müssen wir ihnen vielleicht eine Politik der asymmetrischen Abschottung gestatten für eine gewisse Zeit. Ja, aber in noch sehr unzureichendem Maße, würde ich sagen. Das muss sicherlich verstärkt werden. Auch da denke ich auch wieder eben an viele afrikanische Staaten, dass wir ihnen die Zeit geben müssen, selber die Fähigkeit zu entwickeln, Marktmacht zu entwickeln, damit überhaupt ein fairer Wettbewerb zustande kommt. Es gibt aber gerade bei China mittlerweile politische Beobachter, die sagen, das geht längst zu weit. Die Chinesen sind längst in dem Stadium angelangt, wo sie bei uns strategisch investieren, um quasi dann das Monopol bei bestimmten Technologien richtig, zu haben. Richtig. Wie geht man damit um? Völlig richtig. Das ist richtig. Das ist keine Politik, die ad infinitum gehen kann, sondern sicherlich nur bis sozusagen eine faire Chancenverteilung da ist. Und da ist bei China sicherlich die Frage zu stellen, ob dies noch gegeben ist. Da kann man berechtigte Zweifel dran haben. So, wie löst man das Problem? Jetzt kann man den Donald-Trump-Ansatz versuchen und sagen, wir lassen keine chinesischen Waren einfach mehr rein. Das wird für sich genommen auch das Problem nicht lösen, denn China wird dann die Waren woanders hinliefern wollen. Und dann werden die das Gleiche sagen. Am Ende des Tages stehen alle als Verlierer da. Also das ist keine gute Lösung. Und da kommt dann doch wieder das ins Spiel, was gerade Donald Trump und sicherlich vorher auch schon andere Amerikaner bekämpft haben, nämlich den Multilateralismus. Man muss sich am Ende des Tages an einen Tisch setzen und das Problem lösen. Man kommt immer wieder auf dieselbe Lösung. Na, vielleicht muss man die Mechanismen anders noch gestalten. Aber am Ende des Tages müssen alle wieder an einem Tisch sitzen. Denn nur mit Hegemonialmachtversuchen wird man letztlich nicht zum Ziel kommen. Nicht mehr. Das mag vielleicht unmittelbar in der Nachkriegszeit für die USA möglich gewesen sein. Weil sie dort eine eindeutige Hegemonialmacht waren und selber als Hegemon die Einhaltung der Regeln auch garantiert haben. Durch ihre Macht. Die USA sind nicht mehr dieser Hegemon. Und Trump erweckt die Illusion eines Hegemon, aber er ist es nicht mehr. Und deshalb wird er scheitern letztendlich, weil er sich wieder mit allen an einen Tisch setzen muss. Genau. Aber ein Satz noch dazu. Der nächste Multilateralismus wird ein parlamentarischer Multilateralismus sein. Ja, weil wenn etwas oder sollte, müsste und so weiter, jedenfalls wenn die WTO gescheitert ist oder die VN und so weiter, weil sie immer alle nationalstaatlich aufgebaut ist, mit Konkurrenzsystemen einerseits, aber auch mit immer Unanimity, dann ist genau die parlamentarische Auflösung dessen, was wir hier beklagen. Also das wollte ich nur noch dazu sagen. So. Und wir müssen auch ein Stück weit wahrscheinlich Aggregation bekommen. Wir haben das hier in Europa. Wir müssen größere Einheiten schaffen. Wir haben das ja in Europa, wenn jetzt mein Heimatland Österreich für sich allein gegen den Trump vorgehen müsste, ja, eine absurde Vorstellung. Und genauso muss Afrika, und da muss man auch sagen, wir können sehr viel Mitgefühl haben für die Situation in Afrika und müssen das auch, aber da ist auch sehr viel sozusagen eigengemachte Probleme. Die Tatsache, dass Afrika politisch nicht zusammenfindet, ist das viel größere Problem als unsere Agrarpolitik, die auch nicht gut ist. Aber das verhindert ja das Ausbeuten von Skalenerträgen, dass es keinen einheitlichen afrikanischen Markt gibt. Überhaupt nicht. Ja? Das heißt, wenn wir zu diesem neuen Multilateralismus kommen wollen, glaube ich, braucht es vorher eine weitere Aggregationsebene. Nicht? Wir haben Europa, wir haben China, wir haben die USA, diese drei, und dann gibt es aber noch 134 andere WTO-Mitglieder. 134, ja, allein in Afrika 60 von denen. Nicht? Die müssen sich organisieren, sonst werden sie auch in diesem neuen Multilateralismus, der sich vielleicht ausprägt, werden sie unter die Räder kommen. So, ich würde jetzt eine letzte Frage hier vorne noch zulassen und dann ganz in der ersten Reihe hier vorne bitte schreiten wir zum letzten Teil des Abends. Hallo, Andrew Watt vom IMK. Dann vielleicht eine Frage und eine Anmerkung auch zu diesem Thema von vorhin, zur Handlungsfähigkeit der Nationalstaaten. Also erste Bemerkung, ich glaube, das ist tatsächlich wirklich eine Erklärung für die Kluft, die es gab zwischen der, ich sage mal, Mainstream-Ökonomen-Meinung und dem Volksempfinden, wenn man das so nennen kann, das sich jetzt so entladen hat in Phänomenen wie Trump und Brexit. Weil vereinfachen, das haben Sie, die zwei ersten Redner, auch gesagt, war der Standpunkt der Mainstream-Ökonomie gut. Es gibt
insgesamt Wohlfahrtsgewinne durch die Globalisierung. Ja, es kann Verlierer geben, aber die können wir kompensieren. Mhm. Und ich glaube, das Volksempfinden war wirklich so, dass dieser Kontrollverlust, die ja überall beklagt wurde, gesendet, des jeweiligen Nationalstaates, auch die Fähigkeit zu kompensieren, hat erodiert. Und das ist, glaube ich, erst viel später, das haben Sie, Herr Südekom, in Ihrem Vortrag gehabt, gesehen worden. Wenn die Frage jetzt die ist, gibt es einen Spielraum, das haben Sie, Herr Völlmer, gesagt, der nicht genutzt wird von den Nationalstaaten. Ich glaube, da ist die Situation ambivalent. Also wenn man in Europa anguckt, im Querschnitt, also die Länder vergleicht, dann sieht man natürlich im Grad der Umverteilung natürlich große Unterschiede. Das spricht für Ihre These. Allerdings im Längsschnitt, wenn man guckt, sozusagen bei den Top Rates of Income Tax zum Beispiel, Körperschaftssteuer, bei all diesen Indikatoren, da geht der Trend nach unten. Sie haben ja die nordischen Staaten erwähnt, da vielleicht sind Sie nicht sozusagen ganz auf der Höhe der Zeit, weil ein Land wie Schweden zum Beispiel ist kein sozialdemokratisches Land mehr. Die Ungleichheit in Schweden hat sehr stark zugenommen, weil diese Kompensationspolitik durch den Staat nicht mehr funktioniert wie früher, weil das alles erodiert hat. Die EU ist sicherlich keine optimale Antwort auf diese Problematik. Wir haben ja das Problem der Einstimmigkeit, das Erfordernis der Einstimmigkeit bei der Steuerpolitik. Deswegen weicht man ja aus über diese Binnenmarktverzerrung, um zu versuchen, gegen Irland und so vorzugehen. Das ist nicht optimal. Ja, also wäre ein kleiner Schritt in Richtung Ulrike Gerus Utopie, wenn man das Prinzip der Einstimmigkeit in der Steuerpolitik in der EU abschaffen könnte. Das war ja fast eher eine Bemerkung als eine konkrete Frage, aber möchte jemand auf dem Podium noch darauf antworten? Ja, also ich glaube, kurzfristig, ich gebe dir völlig recht, ich glaube, der Nationalstaat hat noch mehr Potenziale zur Umverteilung, auch aktuell, auch im Jahr 2018, als wir denken mögen, und er hat sie nicht genutzt, aus meiner Sicht. Und ich glaube, dieses Problem der abgehängten Regionen und so weiter, was sich daran dann entladen hat, ist tatsächlich auch eine Krise dieser nicht vollzogenen Ausnutzung von nationalstaatlichen Potenzialen. Ich sage nicht, dass es quasi keine Herausforderung gibt. Ich glaube, gerade am sozusagen oberen Rand der Einkommens- und Verteilung, eben wegen der höheren Steuerbasis, da bricht natürlich etwas weg. Und wenn es eben wegbricht, dann schwindet auch das Potenzial, eben diese Art von Kompensationspolitik zu betreiben. Aber wir sind noch längst nicht quasi so weit, dass wir sagen können, wir können das eigentlich überhaupt nicht mehr machen, weil wir überhaupt keine Steuerbasis mehr haben. Das stimmt so aus meiner Sicht nicht. Also ich glaube, der Mangel an dieser Art von Kompensationspolitik, das war leider eine hausgemachte politische Entscheidung, dass es nicht und vor allem nicht im ausreichenden Maße getan wurde. Und ganz kurz, es hat natürlich auch was mit politischen Mehrheiten zu tun, nicht? Und was die Deutschen in den Bundestag wählen, das sollte man nicht vergessen. Also offenbar ist der Wunsch nach mehr Umverteilung, selbst wenn man es denn darstellen könnte, rein rechnerisch, ist dieser Wunsch nicht so wahnsinnig groß ausgeprägt, nicht? Also die Bundestagswahlergebnisse, die haben wir doch alle noch gut im Kopf. Ja, das muss man, glaube ich, auch sehen. Man stärkt im Moment Parteien, die ja noch weniger Umverteilung wollen. Ja. Was so bizarre... Gustav von? Höher müssen wir noch ein bisschen Diskursebene machen. Ja, also wenn die SPD wenn die SPD 2017 den Wahlkampf geführt hat mit sozialer Gerechtigkeit und so weiter, ja, und in dem Wahlprogramm war klar zu sehen, dass sie hat ja gesagt, mehr Steuern von den Reichen für Umverteilung, ja, und es war völlig klar, dass die Krankenschwester nicht damit gemeint ist, wenn die SPD das bei, keine Ahnung, was war es, 70.000 Euro Jahreseinkommen absetzt. Ja, aber wenn wir einen Diskurs haben, dass jeder, der knapp über Hartz IV ist, sich als Mittelstand fühlt und deswegen über intelligente Diskurstechniken dabei rauskommt, dass ab Krankenschwester über 50% besteuert wird, dann kann man mit diesem Diskurs keine Wahlen mehr beginnen. Das war wirklich das Problem der SPD 2013 und jetzt nochmal dazu. Das heißt, diese Diskrepanz zwischen dem, was wir hier jetzt 3 Stunden lang analysiert haben, soziale Gerechtigkeit, Länder, Regionen und so weiter, und die SPD versucht das zweimal und schmiert damit ab, zeigt doch, dass da irgendwie was auf der Diskursebene auch noch zu holen ist, dass das nämlich instrumentalisiert werden kann. Vor allen Dingen muss man diesen Diskurs glaubwürdig führen, würde ich sagen dazu. Denn ich glaube, da widerspricht niemand.
Und daran hat es sicherlich gehapert, weil die SPD ja auch die Partei war, die in den 2000er Jahren genau diese Anpassungsprozesse, über die wir eben geredet haben, auch durchgeführt hat. Und das ist natürlich auch für eine Partei schwierig, sich von diesen Dingen zu verabschieden und zu sagen, wir machen etwas anderes. Das heißt, hier war auch ein Problem der Glaubwürdigkeit, das sicherlich den Wahlerfolg der SPD auch behindert hat. Und sicherlich auch manche Reaktion im Wahlkampf, wenn dann Widerstände kamen, wie schnell man dann auch Rückzüge angetreten hat. Das ist auch ein Maß für Glaubwürdigkeit und Hartnäckigkeit. Da könnte man eine ganze Reihe von Dingen ausführen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es eigentlich auch ein Diskurs möglich ist, bei dem Parteien erfolgreich sind, die sowohl für eine Offenheit im globalen Sinne eintreten und gleichzeitig für soziale Gerechtigkeit. Das ist möglich aus meiner Sicht. Man muss diesen Diskurs nur mit der nötigen Geduld, Härte und Ausdauer führen. Gustav Horn, ich würde sagen, dem fügen wir jetzt einfach mal nichts mehr hinzu. Denn bevor wir jetzt noch in die Analyse der Fehler der SPD bei der letzten Wahl gehen, das ist wahrscheinlich noch lang, brauchen wir noch mal 2 Stunden. Deswegen lassen wir es einfach bei dem Wunsch. Ich würde sagen, es ist alles gesagt worden von allen oder fast alles von allen. Wir haben jedenfalls nach meinem Empfinden eine spannende Debatte gehabt. Ich hoffe, es ging Ihnen genauso. Wenn es Ihnen so ging, applaudieren Sie diesem Podium. Ich möchte mich aber hier nicht verabschieden, ohne einige Ankündigungen zu machen. Das erste Mal, dass diese Veranstaltung Ihnen gefallen hat, das liegt natürlich an den Referenten, die wir hier als Gäste haben, das sicherlich, aber nicht nur. Es muss ja auch alles technisch laufen und deshalb möchte ich explizit Sabine Nemitz und ihrem Team danken, die das alles hier organisiert haben. Und Ökonomen und auch Politikwissenschaftler sind ja manchmal schwierige Menschen im Diskurs. Ja, doch, müssen wir schon zugeben. Und dazu braucht man eine fähige Moderatorin. Und ich glaube, dass Petra Pinzler genau das war heute Abend. Vielen Dank dafür.